Hallo Stefan, Hi. du hast heute eine Session gegeben zu OER, Open Educational Resources, und mich würde interessieren, wie bist du auf die Idee gekommen und was war dir wichtig zu transportieren? Also ich sehe halt in meinem Umfeld, in der Volkshochschule, aber auch anderswo, dass Menschen immer wieder das Rad neu erfinden, das heißt Arbeitsblätter neu erstellen, obwohl das irgendjemand schon mal entweder genauso gut, vielleicht sogar besser gemacht hat, und einfach sehr viel Zeit und Energie verloren geht, die in andere Sachen wie zum Beispiel Unterrichtsvorbereitung anderer Art gesteckt werden könnte. Und das finde ich einfach schade. Und wenn man halt einen Weg finden könnte, wie Leute, die Material jeglicher Art erstellen, es halt eben anderen Menschen ermöglichen, dieses Material zu verwenden, kostenfrei, dann würde irgendwann ein großer Pool an Ressourcen entstehen, von dem jeder etwas hätte und der dann, sag ich mal, ja, letztendlich als Endziel auch hätte, die Bildung generell zu verbessern dadurch. Wie war denn die Resonanz der Teilnehmer auf das Thema? Die Resonanz war generell erst einmal sehr gut. Es sind einfach diese Problematiken manchmal genannt worden, die dann immer kommen, dass manche Leute einfach nicht bereit sind, etwas zur Verfügung zu stellen, weil sie nicht die Gewissheit haben, etwas auch zurückzubekommen. Das wird manchmal auch in diesem Wikipedia-Prinzip beschrieben, dass halt von 100 angenommene Nutzer in der Wikipedia es vielleicht einen gibt, der einen Artikel geschrieben hat. Es gibt vielleicht 10, die noch irgendwie daran rumdoktern, den verbessern, indem sie ein Komma setzen oder nochmal einen Fakt dabei schreiben, und dass die anderen 90 einfach die Nutznießer davon sind. Und da muss man dann einfach eben gucken, dass man ja es schafft, den Leuten klarzumachen, dass sie durchaus Vorteile davon haben, selbst wenn sie vielleicht gar nicht Material rausziehen, aber wenn sie mit Creative Commons Lizenzen arbeiten, die so frei wie möglich sind, bedeutet das, dass in der Regel immer die Namensnennung dabei ist. Und dann kann ich das auch für zum Beispiel Selbstmarketing benutzen. Also wenn ein Dozent oder ein Lehrender meint, dass jemand anderes mit seinem Material genauso gut oder besser unterrichten könnte, dann werde ich den nicht dazu überzeugen können, das Material zur Verfügung zu stellen. Wenn aber jemand der Meinung ist, na gut, ich bin ja mehr als nur mein Material, die Dienstleistung erbringe ich in dem Seminar vor Ort, dann kann das durchaus klappen und kann eben für Selbstmarketing durchaus gut verwendet werden. Ihr habt das Thema jetzt ausführlich besprochen. Habt ihr auch irgendwelche Konsequenzen daraus gezogen? Was nimmst du jetzt mit? Also generell nehmen wir mit daraus, dass wir erst einmal in unseren eigenen Volkshochschulen noch einmal das Thema Urheberrecht und Creative Commons Lizenzen überhaupt erst einmal thematisieren wollen bei Kursleitenden, weil vielen Leuten da noch immer die Regelungen, die gelten, nicht ganz bewusst sind. Dann erstmal darum bitten wollen, dass, wenn etwas erstellt wird, das vielleicht unter einer Creative Commons Lizenz mit Namensnennung zur Verfügung gestellt wird, dass im Kleinen auch schon mal so Tauschbörsen stattfinden. Auf lange Sicht wollen wir dann in der Tat eventuell Schulungen möglich machen, die zum einen noch einmal die rechtlichen Rahmenbedingungen zum Thema hat, zum anderen aber auch eben schult, wie kann ich überhaupt im Internet online Material veröffentlichen. Das können bei weitem auch noch nicht die meisten Kursleitenden, sodass einfach diese Hürden genommen werden. Als ganz spätes Ziel, was ein Traum wäre, wo wir darauf hinarbeiten wollen, da wird sich vielleicht dann oder mit Sicherheit eine Gruppe finden, die daran arbeiten wird, dass man auf einem Server vielleicht vom Landesverband eine Materialdatenbank OER in der Weiterbildung zur Verfügung stellen kann, wo Material hochgeladen, aber eben auch runtergeladen werden kann unter so einer Namensnennungslizenz. Das hätte den Vorteil, dass VHS-Kursleitende eben nicht mehr das Rad neu erfinden müssten, sondern könnten einmal gucken, gibt es das schon? Wenn sie es dann bauen, könnten sie es dort hochladen, falls es nicht gegeben hat. Und es hätte, wenn es wirklich offen ist, noch den Vorteil, dass eben auch andere Bildungseinrichtungen und Dozentinnen und Dozenten dort mitarbeiten könnten. Der Vorteil für die Volkshochschulen wäre, dass jedes Mal, wenn dort was runtergeladen wird und durchsucht wird, den Leuten klar wird, oh, das ist von der Volkshochschule, die machen gute Arbeit, die haben eine gute Dienstleistung. Und die andere Sache ist einfach, dass wir natürlich dann auch von den Materialien profitieren können, was an Universitäten, Sprachenschulen oder sonst wo erstellt wird. Ja, lieber Stefan, eine ganz super Idee. Vielen Dank für diese Infos. Danke dir, Beatrice.